Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärmann. Wir sind heute bei der 32. Folge und damit auch den 32. Tag von einer 100-Tage-Challenge. Und wir haben den 18.10. Ich muss jetzt mal auf meinen Daten gucken. Und ich würde sagen, ja, wir drücken an, uns geht's gut und ja. Irgendwelche Neuigkeiten? Eigentlich nicht. Ja, leider gab es heute leider keinen Livestream, hat auch keiner abgesagt, ich weiß nicht warum. Ich verstehe es, vergessen Robert Bescheid zu sagen, der war nicht heute Mittag zu Hause. Aber egal. Dafür gab es eine Folge. Ich habe heute über die Folge mit Imba Terraner, die ich verwechselt hatte mit gestern der Folge. Egal. Terraner sind Imba. Immer wieder. So, los geht's. Wir spielen gegen Zerg. Ha. Gefühlte 90% sind jetzt nur noch Zerg anscheinend. So, gegen Zerg. Ich probiere das mit dem Adept nochmal. Und darf mich von Butas nicht mehr letzten Mal überraschen lassen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das war auch echt. Ich war echt geschlafen, ey. Bei der letzten Folge habe ich gar nicht gespawnt. Echt blöd. Passiert. Darf nie wieder vorkommen. Ihr habt nicht genügend. So, geht runter. Scoutet unser Dixie-Bumsi. Ihr müsst zusätzliche Pylone bauen. Und wir machen unsere schöne Wall zu. Also fangen an damit. Und wir haben noch keinen. Oh, Pool first. Echt jetzt? Pool first. Kein Gas, Pool first. Ling all in. Tja, was machen wir denn? Lass mal weitermachen, so wie wir jetzt haben. Ich habe halt Chrono Boost, weil wir wollen auf jeden Fall unbedingt einen Bersi bauen. Wir haben auch gleich Chrono Boosten. Den bauen wir auch gleich. Bei diesem möchte ich nicht zumachen. Ah, den lasse ich mal unten, man weiß ja nie. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Habe ich die Pylonen vergessen? Moment. So, wir bauen dann auch gleich eine Schildbatterie, wenn wir können. Habe ich die Pylonen vergessen? Das könnte ein Problem werden. Da kommen sie schon. Bauen noch mal Bersi. Oh ja, die kommen schon, kommen schnell und sehr. Und wo ist ein Adept und ein Bersi? Und baut eine Schildbatterie. Und mach noch zufällig zu. Mein Leben für Ajur. Asar, Dieter. Wir sind die Klinge. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Wir stehen vereint. Gib uns einen Auftrag. Für den das war's schon. Ja, Exekutor. Und wollen nochmal zwei Adepten, weil wir können. So, wir gehen nochmal gucken, ob er noch mehr baut. Gerechtigt. Einen Stalker bauen soll. Naja, egal. Was wünscht ihr? Keine Linge mehr. Unser Denken gleicht sich. Ehre den Dalai Lama. Die Templer rücken vor. Wir dienen mit Stolz. So. Mehr Gas. Ajur, und gehen weiter nerven. Unser sein. Vorwärts. Tötet jeden, der sich gegen uns stellt. In die Schlacht. Die Schlacht. So soll es geschehen. So. Ich bin hier. Ich bin Schatten. Ich bin das Herr Kalt. Ist die Forschung abgeschlossen?
verlangt. So, wir haben so viel vergessen. Haben wir auch richtig Damage gemacht. Also es ist nicht. Aber haben ein bisschen unser Zeugs auch vernachlässigt, also. Deswegen brauche ich trotzdem nochmal zwei Adepten, werden nochmal vorgucken. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Gucken, ob er schon eine dritte hat. Aber ich tippe mal, nein. Unser Denken gleicht sich. Wo werden wir gebraucht? Die Adepten werde ich verlieren wahrscheinlich. Die Templer rücken vor. Vorwärts! Die Erstgeborenen werden. So, das müssen wir aber echt nicht verraten. Mutters zu achten. Sind gerade alle gestorben. Hydras auf jeden Fall. Nicht genügend Energie. Wir bleiben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Also hat extrem viele Linge gehabt. Immer noch keine Echse. Hier brauchen wir langsam selber eine Echse. Wie gesagt, kann ja sein, dass er dann gleich mit einem Muten oder so ein Scheiß kommt. Dann müssen wir ganz schnell Stargates bauen. Ah, wir haben halt ein bisschen Dingsmangel. Müssen auf jeden Fall unbedingt reinscouten. Hat auf jeden Fall einen Haufen Kriegtumore, einen Haufen Linge. Kalt ist die Leere. Schneedecke. Hydras, okay, keine. Keine Mutter, das ist schon mal gut. Dann brauche ich nicht eigentlich weiter Echo. Es ist kein Wunder, dass ich ihn verliere meistens. Ich bin hier in den Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Jetzt baut er die dritte erst. Naja, dann ist eigentlich durch. Und Upgrades müssen wir jetzt gleich nehmen. Ehre den Dai Lam. Die Schlacht wartet. Na, warum auch nicht angreifen. Hor Salah. Ist das eigentlich nicht auf der 4? Oder auf der Taste? So, wir brauchen Upgrades.
So, ich würde sagen, wir gehen mal vorgucken. Weil wir können. Schon bereit was haben. Aber es reicht. Ja, hat auch schon eingegraben. Oh, willst du mich verarschen? Ach, Mann. Brauche ich nicht fighten, kann ich nicht fighten. Kackwurst. Kann doch nicht sein, dass er wegen so einer Einheit dann wieder gewinnt. Ich muss halt aufpassen, dass man meine Observer nicht abschmieren. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ayo! Mineralienfeld erschöpft. Genau deswegen. Nee, Voids eigentlich. Eigentlich Träger. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wo verbirgt sich der Feind? Ich frage, ob er schon Dings hat. Wir sind eins mit den Schatten. Erneut diene ich. Fast bündelt. Ja, doch noch nicht. Anan Podal. Das alles. Das sollte doch eigentlich gehen, oder? Naja. Eure Sonden werden angegriffen. Wo kommen die denn her? Mein Leben für Ayur. Mineralienfeld erschöpft. Nur Träger bauen. Träger, Träger, Träger. Ach man, ey. Warum hab ich denn keine Observer? Oh, ich hasse das. Ich verliere jetzt echt nur wegen. Kann ich nicht mehr verlieren eigentlich. Mineralienfeld, Basis war angegriffen. Unsere Feinde, unsere Wut spüren. Mein Leben für Ayur. Ich
Ich habe auch viel zu in Kolossi zu viel. Träger eingetroffen. Entaro Nasada. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Keine Mineralien gerade mehr. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Eure Sonden. Wo kommt der denn her? Verlangt. Gerecht, wir stehen vereint. Das Land ist ein Sohn, der Schandens Ruhm wird unser sein. Upgrade durchgeführt. Dies, ihr habt nicht genügend Mineralien. Vespin Geysir, ihr habt nicht genügend Mineralien. 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 Upgrade durchgeführt. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Viel mehr Träger. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mann, der Mensch den hätte brauchen. Sonnenrum. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Upgrade durchgeführt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Träger eingetroffen. Der Kampf des Ruhm wird unser sein. Ihr habt nicht genügend Träger eingetroffen. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Das ist ein Spiel, ey. Weil ich auch nur Schiss hab vor Zerg, ey. Pylon wird angegriffen. Jetzt bin ich Träger, ey. Mein Leben für Ayuk. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Träger eingetroffen. Upgrade durchgeführt. Iraku Unalakna. Ihr habt nicht genügend Basis. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ihr habt nicht genügend Träger, mein Leben für Ayur. Nicht genügend Pylon wird angegriffen. Träger eingetroffen. Die Ehre lässt unsere Feinde unsere Wunsch. Es fiel Geysir erschöpft. Fuck. Es ist immer. Wir dienen der Perla. Das Basis wird angegriffen. Ich bin hier. Halt, siehst du die Ehre. Ihr seid nicht angewiesen. Träger eingetroffen. Mein Leckträger eingetroffen. Mineralienfeld erschöpft. Mein Leben für Ayur. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Upgrade durchgeführt. Was ist euer Begehr? Ganz wie ihr wünscht. Mineralienfeld erschöpft. Ihr Feinde,
GG. Sind bereit. GG. Huh, was für ein Spiel. Das war ziemlich schlecht von mir, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich muss ehrlich sagen, gegen diese eingegrabenen, ey, ich könnte einfach nur kotzen. Die machen so viel Damage, wenn er die einmal hat. Obwohl ich ihn eigentlich schon längst vernichtet hätte können hier an dem Punkt. So sind sich nur so weit vorne, ich verstehe es einfach nicht. Ganz ehrlich. Na gut, wir machen noch eins. Und dabei habe ich ihn die ganze Zeit schon harassed und. Keine Ahnung. Ich finde halt, diese Lurker sind so hart. Ah, ich habe auch Storm vergessen, hätte Storm mitnehmen können. Korrupt aber auch ganz schön stark. Also ich weiß gar nicht, ob die Upgrades hat. Aber ich glaube schon. Ich glaube, die Träger waren schon die richtige Wahl. Alles andere ist ja gestorben, so gesehen. Gegen sie eine Million Lurker. So, mal gucken, was wir jetzt kriegen. Ah, mal wieder ein Terrano. So, gegen Terrano spielen wir auch Fliege. So, wir lacken Fun. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich würde sagen, mein Makro ist halt auch wirklich nicht so pralle. So, wir machen auf jeden Fall hier dicht. Der Reaper nicht hochkommt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kommst du darüber hoch, aber ich stehe dann da. Kann nichts machen. So, wir spielen auf jeden Fall PS-Exe, Gate-Exe. Sieht alles ganz normal aus. Wo er Doppelgas genommen hat. Sieht nicht so aus. Können wir ganz normal exen. Doch, nimm Doppelgas. Es ist Cyclins. Wo spielt man nur? Den verstecken wir hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das sollte eigentlich der Reaper da nicht hochkommen. Der wollte irgendwie noch heilen. Theoretisch sind wir mit 3 Stalker Opening safe gegen Silence. Silence. Ah, wir können nur boosten lieber. Nicht der Ego. Und wussten lieber unser Gelumpig. Eure Sonden werden Marine. Auch Marine. Keine Echse. Okay. Keine Echse ist nicht gut. Ich bin hier in den Schatten. Aber das heißt nicht, dass er keine Echse hat. Ich bin hier in den Schatten.
weiß nicht. Ich habe immer noch zwei Gates. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich sterbe wahrscheinlich, weil ich nur ein Pfeil in mir stehen habe. Da dran. Ich bin hier. Ach, jetzt haben Pylonen vergessen. Kann nicht sein, ey. Wie kann ich euch helfen? Ich bin. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Es ist Wir deuten. Prismakern online. Nasuktal. Extrapolieren. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ihr habt nicht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Das Zeitfenster ist klein. Ich verstehe. Der Weg ist klar. Die Sterne stehen gut. Er kommt. Ihr habt nicht genügend. Ich bin hier in den Schatten. Peradak Kural. Aber keine Panzer aus dem Zeitfenster. Soknaku Energie bei. En Arudin Rashadal. Die Stränge des Schicksals liegen offen. Wir bündeln. Erneut. Synchronisieren. Ich bin hier. Und das her. Arasha. Ich Kuda Anna. Ist euer Dimensionalstränge abgestimmt. Lasst uns beginnen. Kalt ist die. Ich bin hier in den Schatten. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Nicht 50, Schatz. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir müssen mal reingucken, ob schon was hat. Prismakern. Ne. Beginne. Ich bin nicht hier. Wir deuten. Extrapoliere Steine. Oh, das war ja fast schief gegangen. Unsere Schicksale sind vereint. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Peradak Kural. Sok. Wir sind eins. Ich schaffe. Ich
Lasst uns beginnen. Mineralienfeld erschöpft. Ein Omen? En Arudin Rashagal. Eure Sonden werden angegriffen. Ich bin hier in den Schatten. Lasst uns... Ihr benötigt mehr Respingas. Forschung abgeschlossen. Ihr benötigt mehr Respingas. Das wird ich bauen. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin... Kann man aber auch ein Dings losschicken und... Also... Wie kann ich... Ihr benötigt mit... Ihr habt nicht genügend Mineralien. Hat er jetzt eine dritte langsam. Der Weg ist klar. Es ist Meier bestimmt. Keine dritte. Die Sterne stehen... Ich bin hier. Ihr benötigt mit. Ich brauche viel mehr Gas, ey. Mineralien. Mein Leben für Ajur. Ihr sucht Führung. Lasst uns tun. Das immer noch nicht. Unsere Schicksale sind vereint. Extrapoliere streng. Ich bin hier. Prismakern online. Ihr habt nicht genügend. Eigentlich so wenig Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Upgrades für meine. Da kommt er. Beginne. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Kas Arasha. Peradak Kural. Soknaku ab. Wir werden Rache üben. Wird abgeführt. Mineralienfeld erschöpft. So soll es geschehen. Kas Arasha. Mineralienfeld erschöpft. Gigi! Bam! Boah! War nice! Ah, hab's leider aber noch nicht über 4000 MMR geschafft. Das ist halt eine Freundschaftsanfrage. Okay. War das der Krieg, den gerade wir gespielt haben? Nee. Keine Ahnung, wer das ist. Kann man nicht das Profil angucken vorher? Ist auch egal. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Und wir haben mal wieder, haben wir endlich mal zwei Siege. Vor allem auch einen Sieg gegen Terrano und Zerg. Sehr schön. Oh, wir haben gesehen, wie wir gestern gespielt haben. Aber da werdet ihr dann nicht alles gesehen haben, wahrscheinlich. Also die ganzen, wo 0 Punkte da stehen, das habt ihr nicht gesehen. Das sind Offline-Spiele. Da
nicht offline spielen, sondern Spiele gegen ja, ungewertet. Aber ist egal, wir haben wieder gewonnen. Es geht hoffentlich jetzt aufwärts. Der neue Build mit dem Void Race ist schon echt nicht schlecht, echt nice. Also er ist noch lange nicht perfekt bei mir, aber ansonsten, ja, ich bin wieder motiviert. Da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, tschüss, euer Muttibär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschüss, tschüss.